Politisch. Ja, nee, wir machen es anders mal, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reaction. Heute zusammen mit dem kleinen Baby. Heute reagieren wir auf Kind bringt den Lehrer dazu zu kündigen. Daha Mann Studios. Mal gucken, was heute passiert. Ich weiß leider noch nicht, was passiert oder was passieren wird. Ihr werdet heute auch in diesem Video erfahren, was heute passieren wird. In diesem Video, also was heute passiert, Kind bringt, bla bla bla. Und ja, schaut auch gerne, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, ein Abo da, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Reaction, Gaming, was auch immer. Was habe ich noch vergessen? Schreibt in die Kommentare, wo wir noch reagieren sollen, auf welches Video. Linktree. Oder? Na. Ne, die Leute sollen erstmal Kommentar schreiben, ja, auf was wir noch reagieren sollen. Ja. Und jetzt kannst du reden. Weil du zwar dazwischen geredet hast. Ah ja. Na komm, los. Wenn ihr verpassen wollt, könnt ihr gerne den Link in der Videobeschreibung, könnt ihr den Linktree vorbeischauen. WhatsApp und YouTube, WhatsApp und Telegram. Ankündigungskanäle, da verpasst ihr auch nichts. Und ihr werdet alles Neueste informiert. Natürlich wieder Discord und alles andere. So. Und das Spielgame könnt ihr gerne auch vorbeischauen, findet ihr halt auch jeweils in der Videobeschreibung. So. Jo. Sag Bescheid, wenn ich anfangen kann. Ja, von mir das kannst du loslegen. Jawohl. Fullscreen. Let's go. Rote Garde. Oh Mann. Du bist raus. Ja, aber wir haben immer noch mehr Spieler als du. Das kann schon sein, aber denk dran. Ja, ich bin immer noch ungeschlagen. Danke. Du bist raus. Ricky, du bist raus. Sit on. Hey Trainer, ist es in Ordnung, wenn ich spiele? Das war früher meine Lieblingsbeschäftigung. Natürlich, warum schließen Sie sich nicht dem Team da? Großartig, danke. Was in aller Welt? Hey, sind Sie nicht ein bisschen zu alt dafür? Oh ja? Nun, ich bin vielleicht alt, aber ich hab's immer noch drauf. Wow. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Was ist los, Elliot? Du hast doch keine Angst vor deinem Naturwissenschaftslehrer, oder? Nein. Eher ihnen weh zu tun. Oh ja? Mal sehen, was du kannst, Kleiner. Wow. Ich verstehe nicht, wie er einfach mitten im Spiel reinkommen kann. Oh. Viel Glück beim nächsten Mal. Das war nicht fair. Ich habe mit Ihnen gesprochen. Ich habe nur anders. Dann hättest du lieber aufpassen sollen. Du bist raus. Ich hasse Sie. Der versucht nur Spaß zu haben. Naja, vielleicht sollte er Bingo spielen, so wie es andere alte Leute tun. Mann, es ist nicht nur das. Er lässt mich auch in Naturwissenschaften durchfallen. Bitte ihn einfach um Hilfe. Ich hatte an all meinen Tests Note 4, aber dann hat er mir angeboten, Nachhilfe zu geben. Ich bin mir ziemlich sicher, ich krieg eine 2 oder so. Wir hätten keine schlechten Noten, wenn er seine Tests nicht so schwer machen würde. Merkwürdig, dass er nicht schon weg ist. Warum ist er nicht in einem Altenheim oder so? Naja, man kann daran nichts ändern. Oder kann man? Pass auf. Was machst du? Ich schicke ihn in den Ruhestand. Nein. Nein, hör auf. Oh. Hey. Mehr Glück nächstes Mal. Oh. Du hast Mr. Jasper wehgetan. Nein, nein, ist schon gut. War nur ein Freundschaftskampf. Sicher? Wir sehen uns im Unterricht, Kinder. Also, und der hat gesagt, der soll ihm beibringen, was er kann. Und schön von hinten. Ja. Das sieht auch nicht danach aus, wenn alles in Ordnung wäre. Nee. Und dann wahrscheinlich ein paar Tage zu Hause bleiben, wenn er krank ist oder was auch immer. Stimmt's? Ich kenne ja leider noch nicht die Folge. War ja gut gelogen gerade, gell? Naja, wir machen jetzt mal lieber weiter, Freunde. Na klar. Sicher, ja, dass alles okay ist? Glauben Sie mir, dieser alte Mann kann was ab. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie das nächste Mal Völkerball spielen, dann räche ich mich. Alles klar. Rache ist Blutwurst. Oder wie ich sagte, Rache ist süß. Süß. Ui. Süßer. Süße Bratwurst. Na, geht's nicht. Bratwurst. Was hast du gemacht? Habe die Batterien aus der Fernbedienung rausgenommen. Und ich habe mein Telefon an den Fernseher angeschlossen. Mr. Jasper wird nichts tun können. Alles klar. Danke für eure Geduld, Kinder. Ich habe hier eure Testergebnisse. Holt sie euch hier vorne ab. Einer nach dem anderen, bitte. Also, was wirst du zeigen? Ich möchte die Überraschung nicht verderben.
Gut Arbeit. Danke. Auch gute Arbeit. Hey, Mr. Jasper. Wie ist der Rücken? Schon besser. Danke. Hier ist dein Test. Eine 3? Das ist ja lächerlich. Ich habe sogar ein Auge zugedrückt. Ich wollte sie. Ein schönes Auge, ja. Ja. Schön zu drücken. Zwinker, zwinker. Aha. Sonst war gnädig gewesen. Wahrscheinlich hätte er eine 4. Oder eine 6. 6. Nee, denke ich mal nicht. Wieso? Es gibt doch nichts Schlimmeres als eine 6. Ja, wenn er sagt, ein Auge zugedrückt, heißt ja, da hätte er eine 4 oder eine 5. Oder eine 6. Ja. 6. Ja, sag ich ja. Ui. Sicherstellen, dass du keine 5 bekommst. Meine Mutter wird mich sicher umbringen wegen der 3. Weißt du, es könnte helfen, wenn du in der Mittagspause mit mir lernst. Oder vorne in der Klasse sitzt. Glauben Sie, ich bin ein Nerd oder so? Ich sitze nicht vorne in der Klasse. Elliot, was ich dir sagen will, ist, wenn du dich anstrengst, kann ich das sicherlich belohnen. Ich verstehe nicht mal, warum Sie immer noch unterrichten. Daumen. Okay, Klasse. Stimmt's? Heute... Ja. Werden wir uns ein interessantes Video anschauen. Bisschen respektlos gegen ihn. Kreaturen wie Reptilien und Schlangen. Das ist auch traurig. Nun, Schlangen entwickelten sich vor fast 130 Millionen Jahren. Sie meinen, als sie in unserem Alter waren? Nun, weißt du, Elliot, ich bin vielleicht sogar noch älter als Schlangen. Jetzt hat er ihn ein bisschen rausgenommen. Wie wäre es, wenn wir mit dem Video loslegen, Kinder? Handy im Unterricht ist verboten. Ist auch eine schöne... Ja. Die Steckdose habe ich ein bisschen mitgenommen aus. Alles klar. Komm schon, ich weiß nicht, was mit der Fernbedienung ist. Oh, nein, nein, nein. Ich kann das nicht. Klatsch! Ich hoffe, Mr. Jasper geht es gut. Sieht so aus, als hätte er sich gestern wirklich verletzt. Ja, du hättest das nicht tun sollen, Komm Elliot. Schon, es ist nur ein Teil des Plans. Außerdem wird Mr. Jasper nicht von alleine aufgeben. Ich muss ihm nachhelfen. Deshalb habe ich das hier, um ihn in Streich zu spielen. Nein, mach das nicht. Was ist, wenn wir einen noch schlechteren Lehrer bekommen? Meine Mutter sagt mir immer, sei dankbar, was du hast. Eines Tages wirst du es vermissen, wenn es weg ist. Meine Mutter versucht mein ganzes Leben lang, mir zu sagen, was ich tun soll. Ich habe nicht einmal zugehört. Schaut, wo ich jetzt stehe. Ein Schulversager und immer an der Grenze zur Suspendierung? Bin mir ziemlich sicher, das ist, wo du stehst. Wie auch immer. Mann, lasst uns einfach Mr. Jasper tricksen. Ja. Jo, warum braucht er so lange? Ich weiß nicht. Vielleicht hat mein Streich schneller geklappt, als ich dachte. Direktor Myers? Oh, oh. Hallo. Ups, jetzt gibt's Ärger. Ja. Guten Morgen, Klasse. Ich habe schlechte Nachrichten bezüglich Ihres Lehrers, Mr. Jasper. Oh, er hat doch nicht aufgegeben, oder? Oh, ich wäre so traurig. Der wird sich freuen. Nun, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber sagen wir es mal so. Im Moment sieht es nicht so gut aus, also er wird sich eine Auszeit nehmen. Schätze, wir haben dann keinen Lehrer. Vielleicht wird's besser, wenn wir Filme in der Klasse sehen. Mhm. Ja, aber wirklich traurig. Netter Versuch, Elliot. Netter Versuch. Ihr werdet einen neuen Aushilfslehrer haben. Achtung! Das heißt stramm stehen, Soldaten. Wir schaffen das noch. Studenten, das ist Mr. Smiley. Er wird euer neuer Lehrer sein. Ich wette, der hat noch nie in seinem Leben gelächelt. Das habe ich gehört. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. So. Das klingt wie ein Erdbeben hier. Oder wie Lava aus hier. Weißt du, wie ich das meine? Was denn? Na hier, warte. Hör mal zu. Was? Wir schaffen das noch. Studenten. Weißt du jetzt, was ich damit meinte? Meinst du die Melodie im Hintergrund? Nee, dann noch. Warte, wie soll ich das erklären? Na, hörst du nicht das Erdbeben fast? Na, warte. Warte, ich spule da auch bei dir zurück.
Ja. Aushilfslehrer haben. Nicht die Melodie. Hier. Achtung! Ja, das höre ich auch. Ja, das meinte ich. Das ist fast wie ein Erdbeben, ja. Ja. Weißt du, wie ich das aber absichtlich so gemacht. Ja. Ja, klingt wie aber in echt wäre. Hm. So wie der aussieht. Wir schaffen das noch. Studenten, Erdbeben, das ist Mr. Smiley. Er wird euer neuer Lehrer sein. Ich wette, der hat noch nie in seinem Leben gelächelt. Das habe ich gehört. Ich habe ein Auge auf dich geworfen, Sohn. Okay. Keine Sorge, General, ich werde diese Kinder in Form bringen. General. Ich habe Naturwissenschaft am ROTC studiert. Sie sind in guten Händen. Okay, hört genau zu und seid still. Ich werde mich nicht wiederholen. Es wird keine Gegenrede geben, kein Kaugummi kauen, kein Notizen weitergeben und kein Nasenbohren. Ich bin nicht nur euer Lehrer, sondern auch Feldwebel. Mach ich mich verständlich? Ja, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Gut. Boah, ich hasse Schlangen. So ziemlich das Einzige, was mir Angst macht. Damals bei der Reserve ließ ich meine Männer deren Köpfe abschlagen. Fangen wir an. Ja, fangen wir mal an. Elliot, was ist mit dem Streich? Oh, Mist. Mr. Smiley, nein! Hast du damit was zu tun gehabt? Nein! Warum hast du mich gewarnt? Ich hasse Lügner. Früher habe ich zum Frühstück Spione verhört. Letzte Chance. Hast du irgendwas damit zu tun gehabt? Ja, aber es war nicht für auf Sie. Den Boden. Jetzt! 100 Liegestütze, dann wechseln wir zu Planks. Das soll jedem eine Lektion sein, der glaubt, mich veräppeln zu können. Holt eure Wissenschaftsbücher raus. Tut mir aber leid. Mr. Jasper war so viel besser als Mr. Smiley. Vielen Dank. Ich meine, ich mache lieber 20 Liegestütze, als den alten Lehrer zu haben, also... Hey, Elliot. Bereit, mal wieder auf Verliererstraße zu sein? Denkst du? Wo sind die Bälle? Ich weiß es nicht. Okay, Kinder. Planänderung. Kein Völkerball mehr. Ich habe heute jemanden im Lehrerzimmer getroffen. Hab eine gute Idee bekommen. Welche Idee? Worüber reden Sie? Achtung! Oh, du, Soldat Alvarez. Gib mir 10 Runden. Sie sind nicht mein Sportlehrer. Sie können mir keine Befehle geben. Warum machst du das nicht 25 Runden? Für alle! Trainer? Fangt lieber an, bevor er 50 haben will. Vielen Dank, Elliot. Woher soll ich wissen, dass er so streng ist? Hey, habe ich alles vermasselt? Ja, das hast du. Ja. Wenn du, Mr. Jasper, nicht den Streich gespielt hättest, wäre er immer noch hier. Wegen dir ist er weg. Ja, aber vielleicht, wenn ich Mr. Smiley tricke, dann wird er auch gehen wollen. Oder er lässt dich Runden laufen und Liegestütze machen für den Rest deines Lebens. Genau. Weiter so. Ich höre nicht hin, wie ich es soll. Ich höre nicht hin, wie ich es soll. Gehorch nicht, lauf Runden, bist du zu alt. Leute, 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 ich hab's herausgefunden. Großartig. Immer wenn du diesen Gesichtsausdruck hast, werden die Dinge sehr, sehr schief gehen. Nein, ich hab einen Weg gefunden, G.I. Joe endgültig loszuwerden. Welcher Plan wird dieses Mal schiefgehen? Ihr erinnert euch, was Mr. Smiley hasst und wovor er am meisten Angst hat, oder? Schlangen? Aha. Hab diese Schlange. Ich werde die in sein Buch tun. Dann wird er solche Angst kriegen, dass er für immer geht. Oder er wird schlimmer als je zuvor zurückschlagen. Erinnere mich dran, warum wir noch mit ihm befreundet sind. Glaubt ihr mir nicht? Das wird funktionieren. Ich tue das in sein Buch und er wird... Okay. Buh! Nein, hör zu. Ich weiß, es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Ich habe mir eure Testergebnisse angesehen und ich bin von einigen von euch sehr enttäuscht. Zumindest von einem von euch. Wirklich? Sprech nicht, bevor du angesprochen wirst. Kann ich Sie bitte kurz sprechen? Bitte?
Du hast 30 Sekunden. Ich kann aber keine 5 haben. Meine Mutter wird mich umbringen. Sie hat mir gerade meine PlayStation 6. weggenommen und mir mein Tablet zurückgegeben. Oder? Ich weiß, sie wird es mir wieder wegnehmen bei der 5. Also könnten Sie das vielleicht etwas verbessern? Auf keinen Fall. Können Sie mittags mit mir lernen? Warum sollte ich meine Pause mit dir verschwenden? Diese Stunde zusammen ist schon Qual genug. Wenn du nicht hinten sitzen würdest, würdest du vielleicht was lernen. Hör zu, packt eure Sachen zusammen. Ich ordne die Klasse neu. Wenn ihr eine 1 oder 2 habt, hinten in der Klasse. Die Vorderseiten sind für meine 3er und 4er. Und wenn du eine 5 hast, genau hier. Nein, bitte nicht doch. Gut gemacht, Elliot. Doppelte Zeit. Schon genug Zeit verschwendet. Nehmt eure Wissenschaftsbücher raus und schlagt... Schlange, Schlange! Sie versucht mich anzugreifen! Hilft mir jemand! Schlange! Du Kleiner! Es war ein Witz! Beruhigen Sie sich doch, es war ein Scherz. Warte, bis Unterricht vorbei ist, Junge. Damals im Dienst hatten wir eine gute Art, mit Unruhestiftern umzugehen. Da ist Nachsitzen wie ein Spaziergang. Es war ein Witz! Hallo, Kinder. Ich habe gute Nachrichten. Jemand wollte vorbeikommen und Hallo, sagen. Er erholte sich schneller als erwartet. Also begrüßen wir herzlich Mr. Jasper. Hey, Kinder. Tut mir leid, ich wollte es Ihnen früher sagen. Können Sie bitte mit mir kommen? Dieses Kind, Elliot. Er muss bezahlen. Oh, vielleicht können Sie mir davon auf dem Flur erzählen. Und ich kann mit seiner Mutter darüber reden. Wir danken Ihnen für jede Hilfe. Der weint ja fast. Oh. Vielen Dank, Mr. Jasper. Wow, ich wusste, alle anderen würden glücklich sein, aber ich habe nicht erwartet, dass das von dir kommt. Ich dachte, du wärst glücklich, dass ich nicht mehr dein Lehrer bin. Ja, das war, bevor ich verstanden habe. Man sollte schätzen, was man hat, denn wenn's weg ist, wird man's vielleicht vermissen. Ich weiß nicht, wer dieser neue Elliot ist, aber ich muss sagen, er gefällt mir viel besser. Leute, habt ihr eure Plätze getauscht? Ja, können wir zu unseren alten Plätzen zurückkehren? Absolut, kommt schon, lasst uns zurückbauen. Hey, Mr. Jasper. Könnte ich trotzdem vorne in der Klasse sitzen? Und außerdem, Ihr Angebot mit der Nachhilfe in der Mittagspause, liegt das noch auf dem Tisch? Ich würde das sehr gerne annehmen. Jetzt wird's rum. Ja, natürlich. Weißt du, ich verbringe gerne meine Mittagspause damit, dir beim Lernen zu helfen. Vielen Dank. Ja. Alles klar. Okay. Okay. Kommen wir zurück zur Wissenschaft. Hast du dein Tablet jemals zurückbekommen? Nein, noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn meine Mutter... Hallo Mama, schau mal. Schau. Wow, du hast eine 1 bekommen. Ja. Bist du sicher, du hast nicht geschummelt? Nein, ich habe zu Mittag mit Mr. Jasper gelernt. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wow, wenn das stimmt. Denn bei dir weiß man ja nie. Ich würde sagen, ich bin stolz auf dich. Gut, ja, danke, großartig. Bedeutet das, dass ich mein Tablet und meine PS5 zurückbekomme, oder? Ich würde ja sagen. Allerdings hat mir Direktor Myers von deinem kleinen Streich erzählt mit dem Ersatzlehrer. Wie konntest du? Okay, zunächst tut mir leid. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das war ein Unfall. Du wirst auf keinen Fall deine PS5 oder dein Tablet zurückbekommen für eine lange, lange Zeit. Es tut mir leid. Du hast Glück, wenn ich dir nicht dein Handy wegnehme. Nein, lass uns gehen, nein, sofort. Nein, jetzt komm schon. Nein. Eine Ansage kriegt. Ja. Na, möchtest du noch? Na, sag du das Intro. Wieso? Kannst du noch was dazu sagen? So was nicht. Was soll ich da großartig sagen? Also, dass ich gelacht habe, wo der Lehrer hingefallen ist? Klatsch. Naja. Du hast selber gelacht. Der war trotzdem ein bisschen respektlos. Ja, war mal beleidigt. Ja. Zumindest der Schüler. Ex-Schüler. Der hat ja sich geändert. Ah. Oder auch nicht. Weiß man's?
Na, kannst du das Intro bitte sagen? Oh. Bevor ich hier einnicke. Wieso? Ach, nur so. So. Meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren. Ansonsten schaut gerne die Videobeschreibung. Mit unserem Linktree, da findet ihr alles wichtige WhatsApp- und Telegram-Ankündigungsgruppen. Da werdet ihr mal bis zum Video alles, über alles Neueste. Ich schaue gerne mal, findet ihr mal vorbei, ist ebenfalls verlinkt in der Videobeschreibung. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Video, nächsten Folge. Ne? Ja. Bis dahin. Bye, bye. Bye, und ade. Tschüss. 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 Tschüss.